Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Ist das geil. Let's start again. Moin, ihr Zerberster und Zerbersterinnen, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von No Man's Sky. Und ich habe mal kurz eine kleine Info für euch. Wenn man Escape drückt, für die Leute, die es noch nicht wissen, hier kann man eigentlich genau sehen, was man alles vom Planeten entdeckt hat. Welche Kreaturen, uns fehlen zum Beispiel noch 5 Stück. Oder auch die Wegpunkte, da fehlen uns auch noch 4 Stück. Und wenn man das alles geschafft hat bei einem Planeten, kriegt man dafür eine extra Belohnung. Und deswegen, schon mal die Info, ich werde von diesem Planeten nicht wegfliegen, ehe ich alles entdeckt habe. Und da müssen wir uns jetzt halt auf den Weg machen und schauen, dass wir die Sachen finden. Oh, das Raumschiff ist weggeflogen. Hier war ja letztes Mal ein anderes Raumschiff. Das ist jetzt weg auf einmal. Und hier ist es sehr laut. Hier ist es richtig laut. Oh, hier brauchen wir ein Überbrückungsschiff wieder. Oh, hier ist das Raumschiff, das andere. Chefwissenschaftler. Tun wir mal interagieren mit. Oh, der hat sogar was zu erzählen. Die elektronische Lebensform bereitet die Daten über seine gelandete Fracht und den Wert seines Raumschiffs vor. Mach ein Angebot für das Raumschiff der Lebensform. Gegenstände an Lebensform verkaufen. Gegenstände von der Lebensform kaufen. Gucken wir mal. Energiekanister. Ja, okay, der hat jetzt auch nicht viel, als das, was da so normal im Angebot ist. Und ich habe eh nicht so viel Geld. Also kann ich damit eh noch nichts anfangen mit dem ganzen Kram. Und deshalb werden wir jetzt erstmal hier weiter rumlaufen und uns umschauen. Denn hier gibt es bestimmt noch die ein oder andere Sache zu plündern, entdecken, wie auch immer. Ich speichere mal eben wieder. Ich glaube, das ist auch gleichzeitig ein Wegpunkt, meine ich. Und jetzt können wir uns erstmal auf dem Weg weitermachen zu unserer Heridium. Zu unserem Heridium-Vorkommen. Boah, ich bin so fasziniert von dem Spiel. Sorry, Leute. Wenn ich manchmal ab und zu so mitten im Satz anhalte, das ist einfach, weil das ist echt so unglaublich krass, was man hier alles machen kann. Oh, da haben wir nochmal irgendwas. Oh, und da sind irgendwelche Viecher. Vielleicht habe ich die noch nicht entdeckt. Neuentdeckung. Ja, die habe ich noch nicht. Noch 5 Spezien sind übrig. Planeten. Kyrosonit oder wie auch immer man das ausspricht. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Oh. Kann er es nicht abbauen? Doch. Kann er. Aber jetzt habe ich die ganze Zeit so einen Schuss, ne? Statt so einen Bergbaustrahl. Ich muss sagen, dann gefällt mir echt der Strahl doch besser. Oh, da ist schon wieder ein Wächter. Feinde nähern sich. Da wird jetzt direkt gefightet hier. Ah, komm her. Freunde. Legt euch nicht mit mir an. Ich bin stärker. Stärker als je zuvor. Es sind doch überall so komische Steine und so ein Kram. Oh, das Inventar ist auch schon wieder voll. Wie viel Platz habe ich denn auf dem Raumschiff? Gar keinen mehr. Doch, 2 Plätze anscheinend noch. Nee, die sind noch nicht frei. Hey, der Platz, ne? Das ist echt so eine Sache. Vielleicht sollte ich wirklich mal gucken, dass ich irgendwie meinen Platz erhöht kriege. Oh, da ist schon wieder so ein Wächter. Ja, okay, komm, ich gehe jetzt direkt einfach mal weiter. Oh, hier haben wir noch Zink. Aber mein Inventar ist noch immer voll. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob wir irgendwas hier rüber schicken können, vielleicht. Lebenserhaltungssystemenergie niedrig. Ah, sehr schön. Keine freien Plätze im Schiffsinventar. Ha, sehr gut. So, dann haben wir das ganze Zink. Sehr gut. Nehmen wir mit und dann gucken wir jetzt mal in den Trümmerhaufen hier. Oh, da haben wir ein Neutrino-Modul. Das können wir auf jeden Fall nochmal schön mitnehmen.
Ja, hier könnte ich jetzt nicht so einfach runter. Da kriege ich wahrscheinlich echt einen ordentlich auf die Mütze. Schadensmäßig. Aber da hinten ist das Heridium-Vorkommen. Ah, ein bisschen vorsichtig mit dem Jetpack und dann schaffen wir das schon. Hier haben wir auch nochmal Platin. Sehr geil. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Ja, das kann ich sogar ins Raumschiff direkt senden. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Das Modul werde ich gleich wieder in dieser einen Basis verkaufen, auf jeden Fall. Da mache ich ja nochmal ein bisschen Geld mit. Hier haben wir nochmal Platin, sehr schön. Das brauchen wir auf jeden Fall auch. Gehe ich jetzt hier weiter. Immer schön auch auf die Umgebung achten, weil vielleicht sehen wir ja irgendwelche Viecher hier, die wir scannen können. Uns fehlen ja noch 5 Spezien, die wir hier entdecken müssen. Und das ist das Heridium-Vorkommen. Heieiei. Das sieht krass aus. Das sieht echt krass aus. Geil gemacht. Oh, da oben ist auch irgendeine Kapsel oder so abgestürzt, so wie es aussieht. Wow. Scheint eins der Wesen hier zu sein. Ne, ist eine Pflanze gewesen. Ja, ich kann das irgendwie nicht benutzen im Moment. Ich guck mal eben, dass ich mal das Modul raustue, diesen Blitzwerfer. Ja, ich tue es wieder zerlegen. So, jetzt habe ich meinen normalen Strahl. Ja, mit dem ist das besser. Oh. Jetzt muss ich erstmal wieder für Platz sorgen im Inventar. Das wird jetzt schwierig. Ah, dann muss ich das leider wegtun. So, dann nehmen wir das ganze Iridium mit hier erstmal. Das brauchen wir ja. Ich mache den Slot schön voll. Also ich werde jetzt gucken, dass ich das ganze Ding möglichst abbaue. Nach Möglichkeit. Oh. Vielleicht irgendwie sowas wie eine Leiter oder eine Treppe hier hochbauen. Nee, das hier ist Stein oder wie? Kann ich gar nicht weiter. Okay, der Slot ist anscheinend voll. Ja, ist voll. 250 haben wir jetzt. Ja, dann könnte ich ja jetzt gucken eigentlich, dass ich mich auf den Weg mache. Zurück zum Raumschiff. Um das jetzt erstmal zu betanken. Aber das wird ein bisschen dauern, bis ich da bin, Leute. Das ist nämlich ein gutes Stück, was ich zu gehen habe. Euch habe ich schon entdeckt, ne? Nein, neu entdeckt. Oh, nice. Ja, dann sind das gar nicht mehr so viele Viecher, die ich hier auch noch entdecken muss. Zu deinem Raumschiff zurückkehren, zum Reparieren Tab drücken und dann gedrückt halten. Okay, das werden wir gleich machen. Wie gesagt, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Raumschiff. Ich denke mal, aber in der Folge werde ich es bestimmt schaffen, bis dahin zu kommen. Weil dann können wir mit dem Raumschiff nämlich über den Planeten fliegen. Und ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer, um vor allen Dingen die ganzen Wegpunkte zu looten. Wenn das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe. Na, da oben ist schon wieder so ein Raumschiff. Ich muss auf jeden Fall sagen, das ist echt super geil gemacht, das Spiel. Und ich finde es krass, was man hier so an Ressourcen sammeln kann. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall gehört habe, die kommen soll, ist... Oh, Kohlenstoff ist voll, ja. Ist auf jeden Fall, dass man Basen bauen kann. Das soll auf jeden Fall reinkommen, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, sehr schön. Danke für die Info. Ich nehme jetzt auf jeden Fall nochmal ordentlich Kohlenstoff mit. Ich hoffe, dass ich später sehr, sehr viel Platz im Inventar habe.
Ich finde immer traurig, wenn ich so viel sammeln will und habe keinen Platz dafür. Das ist immer so eine Sache, die macht mich sehr, sehr traurig. Ich mag es nicht, wenn ich traurig bin. Komm, gib mir doch. Ist ja gut, Mensch. Ich werde mich darum kümmern, dass ich einen besseren Anzug mal demnächst habe. Oh, wir könnten unterwegs noch hier kurz dieses Fragezeichen mitnehmen. Da scheint nämlich auch vielleicht eine Basis oder so zu sein. Ja, komm, das nehmen wir noch mit. Ich bin neugierig. Es geht ja hier ums Entdecken, Freunde. Es sieht aber nicht so aus, als wenn da irgendwie eine Basis oder so wäre. Da unten haben wir sogar noch Plutonium. Vielleicht können wir den Slot auch noch schön voll machen vorher. Muss nur aufpassen, hier gibt es nicht nur freundliche Kreaturen. Nicht, dass irgendwann hier so ein richtig dickes Vieh kommt. So, da haben wir jetzt ordentlich Plutonium nochmal rausgeholt. Da ist auch noch Plutonium. Okay, Plutonium ist jetzt voll. Da fliegt irgendein Raumschiff. Wo ist das Fragezeichen hin? Da. 50 Sekunden noch entfernt. Ah, da bin ich mal gespannt, was wir da jetzt vorfinden werden. Das ist immer total aufregend. Weil man weiß nicht, was man da genau findet. Oh, das ist hinter dem Berg. Okay, das kann dann doch wahrscheinlich eine Basis sein. Wir werden es gleich wissen, wenn ich über den Berg bin. Da ist auch direkt in der Nähe das Raumschiff dann. 3 Minuten noch zu Fuß. Gikomas Dschungel unentdeckt. Dschungel klingt schon mal interessant. Aber hier sieht es schon mal nicht aus wie ein Dschungel. Vielleicht ist der hier hinter. Ah, da ist eine Basis. Mhm. Da geht auch eine Höhle rein. Nichts gefunden. Inventar voll. Erstmal speichern. Und das ist nämlich, glaube ich, der nächste Checkpoint hier. Oder Wegpunkt, oder? Ja, das sind die Wegpunkte. Die Fragezeichen sind die Wegpunkte. Das habe ich dann jetzt auch verstanden. Die Frage ist gerade nur, die ich mir stelle. Wir haben im Raumschiff wie viel Kohlenstoff? Sehr viel. Wir haben genug Eisen. Titan habe ich sowieso viel. Warte mal, wie weit sind die Basen denn weg hier? Da hinten haben wir eine Ruine. Boah, die ist zu Fuß eine halbe Stunde. ETF. Ja komm, dann schmeiße ich die Sachen lieber weg. Ist das ein Vieh? Ne, das sind Pilze. Dann schmeiße ich jetzt ein bisschen was weg von dem Titan zum Beispiel. Da brauchen wir ja nicht so viel. Da hebe ich mir jetzt mal ein Stack auf. Ich denke mal, ein Stack Titan reicht. Genauso auch Eisen wird einer reichen. Zink brauchen wir sowieso. Dann kann ich das Kohlenstoff aus meinem Inventar wegtun. Und dann schicke ich mal ein paar Sachen rüber. Zum Beispiel Platin. Plutonium, das Eisen hier kann ich auch noch wegschmeißen. Faszinierende Perle haben wir nochmal bekommen. Davon hatte ich ja, glaube ich, schon eine. Hier ist nochmal Titan. Ja, davon kriegen wir ja genug, wenn wir diese Wächter zerstören auch. Also ist das sowieso erstmal egal. Ich höre hier irgendwelche Viecher auch. Bisschen aufpassen. Jetzt mal gucken, dass ich langsam zurück zu meinem Raumschiff komme. Jetzt wird es auch dunkel. Wir machen mal die Taschenlampe an. Schon wieder ein Meilenstein erreicht. Ach du Kacke. 7500 Fuß zurückgelegt. Boah, was haben wir denn hier? Lebenserhaltungssystemenergie niedrig. 75%. Ja, das kann ich ja jederzeit aufladen.
Vielleicht sollte ich es mal eben schnell machen. Immer wenn er mich darauf hinweist, dass ich das schnell mache. Technologie aufgeladen. Oh, jetzt habe ich Plutonium dafür genommen. Naja, nicht schlimm. Hab ja genug. So. Das Schiff ist knapp anderthalb Minuten jetzt noch zu Fuß hier. Und dann werden wir da gleich da sein. Ah, hier direkt über den Berg gehe ich einfach. Das ist am, denke ich mal, am sinnvollsten. So. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt. Ich bin noch nie geflogen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert mit dem Fliegen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Steuerung auch beim Fliegen sehr einfach sein wird. So, eine Minute gleich noch. Wir müssten das auch gleich irgendwo hier sehen können, glaube ich, das Raumschiff. Was ist das für ein Geräusch? Wow! Alter! Hat er mich jetzt erschrocken? Ja, so ein Schreien gehört. Da hat doch einer auch geschrien, so ah! Ganz leise habe ich es gehört. Oder ich habe mich verhört. Wow! Ist das hier, wenn man an der Ecke ist oder was? Nee. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Sachen hier rumfliegen und alles. Ach, mit dem Jetpack kann man zum Glück sowas abfedern hier so, wenn man runterfällt. So, ich will einfach nur noch schnell zu meinem Raumschiff. Ich will das nämlich jetzt erstmal reparieren. Und wissen, wie es ist, so zu fliegen in dem Spiel. So, da sind wir auch am Raumschiff schon wieder. Sehr geil. Ah, hier ist noch eine Fracht, die ich nicht durchsucht habe. Da muss ich aber mal ein bisschen gründlicher werden. Kevin, Kevin, Kevin. Das war ja dieses Notrufsignal, ne? Ja. Ah ne, ich habe da jetzt noch nichts gemacht. Ich wollte doch irgendwas hier... Ich glaube, ich kann da ja irgendwas machen. Die Führung des Atlas annehmen. Ah, okay. Ja, das habe ich ja letztes Mal gemacht. Der sagt jetzt irgendwie, dass er sich bald offenbaren wird. Und dass meine Loyalität... Ja, sich zu schätzen machen wird. So. Technologie repariert. Kann ich jetzt starten? Oh ja. Oh Gott. Ja, danke. Raumschiff reparieren. Das ist sehr nett, aber... Ich muss erst mal lernen, wie ich das Raumschiff steuere. Oh Gott. Ah, rechte Maustaste gedrückt halten bringt, glaube ich, viel. Ja. Raumschiff starten erreicht. Okay. Hier ist auf jeden Fall irgendwas, was ich, glaube ich, noch nicht entdeckt hatte. Ich würde jetzt gerne landen. Ich versuche jetzt mein Glück hier, Leute. Oh Gott. Ich fliege, glaube ich, gerade wie eine Sau. Kann das sein?
Ich würde ganz gerne hier unten bei dieser Basis landen, die hier war. Wo ist die denn jetzt? Die ist bestimmt direkt unter mir, kann ich mir vorstellen. Da ist aber noch eine Basis. Er will, dass ich hochfliege anscheinend. Er möchte das. Dann machen wir das mal. Jetzt das erklärt auch, warum der wahrscheinlich so komisch fliegt. Ich muss irgendwie so ein Titanium sammeln. Ja, da haben wir es. Das muss gesammelt werden. Boah, guckt euch das mal an, wie riesig so ein Planet ist. Heftig, oder? Ich lande jetzt aber mal wieder. Ich will auf dem Planeten nochmal landen. Oh Gott, oh Gott, Leute. Ist das geil. Das ist doch der Hammer, ey. Da unten ist die Basis. Hey, ich kann aber nicht landen, ne? Warum nicht? Ach, zum Einleiten der Landung. Landesequenz wird eingeleitet. Sehr schön. Ha, und hier war ich zum Beispiel noch gar nicht. Sehr geil. Sind wir direkt wo gelandet, wo ich noch nicht war, Leute. Nice. Schwere Geburt, aber ich hab's geschafft. Energiekanister habe ich bekommen, okay. Covid, das werden wir jetzt erstmal hier entdecken. Nice. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal hier von innen gleich an. Aber noch ein paar Frachtabwurf-Dinger. Da hinten haben wir wieder irgendwas Eigenartiges. Brauche ich einen Überbrückungschip? Den habe ich, glaube ich, leider nicht. Ne. Dann gehen wir mal rein. Oh, komme ich nicht rein? Ist verstärkt. Stahl verstärkt, ja. Da komme ich nicht rein. Ja gut, dann habe ich Pech gehabt. Dann muss ich jetzt gucken. Ich habe hier noch zwei Plätze, die ich entdecken kann. Einer befindet sich da hinten. Da werde ich mich mal auf den Weg hin machen. Mal ganz kurz schauen. Wie sieht es hier mit dem Sprit aus? Oh, da müssten wir nochmal auftanken. So. Also das Lenken ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich, muss ich ehrlich gestehen. Ach komm schon. Meine Güte, Kevin, ey. Ich glaube, da ist die Basis, die ich auch noch nicht entdeckt habe. Das habe ich auch noch nicht entdeckt. Sehr gut. Dann werden wir das nämlich jetzt auch machen.
Oh, das scheint eine echt große Basis zu sein. Was haben wir hier? Lebenserhaltungssystemenergie niedrig. Nehmen wir auf jeden Fall noch mit, wenn wir es hier schon finden, ne? Keine freien Plätze in Anzug im Winter. Keine freien Plätze in Anzug im Winter. Dann werden wir jetzt nochmal eben schnell das hier wieder aufladen. Technologie aufgeladen. Okay. Und dann gucken wir hier direkt wieder weiter. Inventar voll. Meine Güte, das nervt ja mit dem Inventar, ne? Das ist echt momentan ein bisschen zum Kotzen. Okay, wir haben jetzt wieder was Neues entdeckt und das scheint auch eine ziemlich große Basis zu sein. Ich guck mal, ob ich da verkaufen kann, bevor ich jetzt Sachen irgendwie aus dem Inventar entferne oder so. Ah, ist wieder mit Stahl verstärkt. Leider. Leider. Vielleicht haben wir hier irgendwo eine andere Möglichkeit reinzukommen. Schauen wir mal. Ansonsten werde ich aus dem Inventar Sachen entfernen müssen, um die Kisten zu looten. Das ist echt ein bisschen traurig. Na, hier gibt es wahrscheinlich nicht noch irgendwo einen Eingang. Hm, können wir hier interagieren? Nein. Ne. Den Stahl kriege ich leider noch nicht kaputt. Gesundheit auf Maximum, ja. Das ist halt das einzige Ding noch, was ich öffnen kann. Da müssen wir mal schauen. Was kann ich aus dem Exo-Anzug denn wegschmeißen? Ich weiß nicht, wie wichtig Aluminium ist. Das scheint aber schon einiges wert zu sein. Heridium, okay. Wir gucken mal, was haben wir denn... Oh, ich habe im Raumschiff noch Platz. Dann packen wir mal eine Perle rüber. Oh, Ich habe einen Dolch bekommen. Kann ich den zum Kämpfen benutzen? Eher zeremonielle Waffe. Ein zentrales Element der Tradition und Kultur der Wyken. Werden die so ausgesprochen? Oder Wyken? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, Wyken werden die ausgesprochen. Okay, sehr interessant. Krass. Krass. So. Der letzte Punkt, zu dem ich muss, der ist direkt hier, wenn ich mich mit dem Raumschiff ein bisschen nach rechts drehe. Ich hoffe, ich kriege das gebacken. Oh. Dann werden wir das mal ausprobieren, Leute. So, direkt nach rechts drehen. Kevin. Direkt nach rechts. Da ist das. Dann fliegen wir mal hier hin. Ich hoffe, dass ich das schön verkaufen kann. Vorsichtig. Boah, hat ja gut geklappt. Ach, da haben wir wieder Plutonium. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und das scheint auch wieder so eine riesige Basis zu sein. Ich muss vor allen Dingen auch mal Ausschau nach den Lebewesen halten. Vielleicht hätte ich mal die NPCs, die ich gesehen habe, scannen sollen. Weil vielleicht zählen die nämlich auch als Lebewesen, ja. Lager, Pack. Hier. Okay, mit euch kann ich bestimmt handeln, oder? Ist auch noch eine Basis, irgendwas. Ne, die kann ich nicht scannen. Nichts gefunden. Schild auf Maximum. Habt ihr hier nichts, wo ich irgendwie handeln kann oder so? Hier ist noch was. Ein Signal von einem weit entfernten Ort im Weltraum flackert auf dem Bildschirm. Meine Finger schweben über dem Terminal und sind bereit, den Code für die Preisgabe des Ortes einzugeben. Doch welche Zahlen gebe ich ein? 3908. Ja, okay, das ist wieder dasselbe Rätsel, wie ich schon mal hatte. Ich muss jetzt einfach das mit der 9 an dritter Stelle nehmen. Das müsste der hier sein. Ja, ich gebe die Ziffern ein und es wird ein weit entfernter Ort angezeigt. Okay.
da hinten diese Ruinen. Vielleicht soll ich da hin. Ich würde sagen, das werden wir auf jeden Fall mal in der nächsten Folge machen, Leute. In der nächsten Folge werden wir mal die Ruinen genauer unters Auge nehmen. Ja, mir werden mehrere Ruinen jetzt hier schon angezeigt. Ich habe jetzt zwei so Ruinendinger freigelegt. Keine Ahnung, ob das was bringt. Einmal habe ich da welche. Und ich hatte irgendwo anders noch welche. Ne, ich habe nur die. Aber ich höre hier irgendwas lautes Stampfen noch. Keine Ahnung wo. Lebenserhaltungssystem Energie niedrig. Ich höre das was weiter links. Ich weiß aber nicht genau wo. Hm. Hinten habe ich jetzt gedacht, hätte ich auch was gesehen. Ja gut, dann würde ich sagen, Leute, werden wir in der nächsten Folge mal uns die Ruinen anschauen. Dann fliege ich nämlich da in der nächsten Folge mal mit meinem Raumschiff schön hin. Und dann gucken wir uns das an. Das Spiel macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge von No Man's Sky. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst immer ein Däumchen oben da und einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.